Und damit jetzt zu Christoph Mestmacher in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Warum will die FDP denn dieses Lieferkettengesetz blockieren? Weil sie zu viel bürokratischen Aufwand für viele Unternehmen fürchtet. Es gibt ja schon ein deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und man hat in diesem anderthalbseitigen Brief, der uns hier auch im Hauptstadtstudio vorliegt, der an die Wirtschaftsverbände adressiert ist, nochmal sehr ausführlich begründet, warum diese Bürokratie möglicherweise auch mittelständische Wirtschaft und andere Unternehmen strangulieren könne. Insofern will man versuchen, da noch zu intervenieren. Die Abstimmung steht ja nächsten Freitag in Brüssel auf der Tagesordnung. Noch ist etwas Zeit und dieses Bürokratieverhinderungsmomentum, was die FDP heute mit zwei Ministern gesetzt hat, ist hier in Berlin bisher mit einigermaßen Entspannung aufgenommen worden. Spricht denn die Ampelkoalition da mit einer Stimme oder ist das tatsächlich ein reiner FDP-Vorstoß? Ja, sie versucht wieder eine Stimme zu finden. Das ist ein erstmal reiner FDP-Vorstoß. Der kommt jetzt aber wirklich nicht überraschend. Es gibt schon einen entsprechenden FDP-Präsidiumsbeschluss, in dem auch die Detailregelungen dieses EU-Lieferkettengesetzes abgelehnt werden. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der federführend für die langen Verhandlungen in Brüssel aktiv war, bei dem sich beide Minister auch bedankt haben von der FDP, der hat jetzt schon eine neue Initiative gestartet. Versucht, ein Bürokratieentlastungspaket auf den Weg zu bringen. Damit dieses Lieferkettengesetz, du hast es ja gesagt, es ist ein Leuchtturmprojekt der EU, möglicherweise doch noch umgesetzt werden kann. Die grüne Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge hat schon gesagt, so ist das in der Politik. Man versucht jetzt pragmatisch einen gemeinsamen Lösungsweg zu finden. Und wie gesagt, noch ist Luft. Also auf EU-Ebene quasi erstmal nur ein bisschen Verzögerung. Ja, so kann man das werten, aber es ist schon inhaltlich begründet. Also die FDP-Position ist, wie ich finde, argumentativ vorgetragen und hinterlegt. Und jetzt versucht man, Brücken zu bauen. Das nennt man politisches Handeln. Ein bisschen kurios, dass es doch eher kurzfristig kam, hat ja auch Eilmeldungen ausgelöst bei den Kollegen von den Nachrichtenagenturen. Aber jetzt versucht man, Brücken zu bauen, damit nach dem erfolgten Trilogverfahren, was ja auch nicht frei von Anstrengungen auf der EU-Ebene ist, Europäisches Parlament, Europäischer Rat und Mitglieder der EU-Kommission haben ja lange verhandelt, damit dieses Leuchtturmprojekt möglicherweise doch noch umgesetzt werden kann, ohne dass die bürokratischen Hürden, Stichwort Meldepflichten oder ein Ausweiten der betroffenen Branchen, die Baubranche soll jetzt auch diesem Lieferkettengesetz unterlegt werden, so hat es die EU geplant und da macht sich die FDP Sorgen um die eh schwächelnde Baubranche in Deutschland. Das Versprechen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, ist ja nicht mal in Sichtweite. Insofern Diskussionsbedarf. Nächsten Freitag wissen wir mehr. Möglicherweise hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ja Erfolg und es kann noch eine Abstimmung geben. Großen Diskussionsbedarf gibt es in Berlin auch noch bei einem anderen Thema, denn die unionsgeführten Länder, die verzögern die Verabschiedung der Haushaltsfinanzierung, also des Haushaltsfinanzierungsgesetzes im Bundesrat. Die Länderkammer hat es am Mittag abgelehnt, das Gesetz für morgen überhaupt mal auf die Tagesordnung zu setzen. Was genau hat das jetzt zu bedeuten? Ja, das hat zu bedeuten, dass man mehr Beratungszeit haben will für das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Das muss man trennen von dem Bundeshaushalt 2024. Was ist ein Haushaltsfinanzierungsgesetz? Das ist im Prinzip die gesetzliche Grundlage für die Sparmaßnahmen, die man beschlossen hat. Stichwort Agrardiesel oder beim Elterngeld beispielsweise. Das muss ja in entsprechende Gesetze gegossen werden. Und der Beirat des Bundesrates, das ist so etwas wie der Ältestenrat im Bundestag, der ja auch im Bundestag über die Tagesordnung bestimmt, hat gesagt, nee, Fristverkürzung, das nehmen wir mal nicht auf die Tagesordnung für Freitag, auf Druck der unionsgeführten Bundesländer. Das bedeutet aber nicht, dass der Haushalt gar nicht verabschiedet werden kann, sondern auch hier quasi nur mehr Beratungsbedarf, dauert alles noch etwas. Der Bundeshaushalt 2024 wird im Bundesrat Freitag verabschiedet, aber das Haushaltsfinanzierungsgesetz eben nicht. Auch da hat man von SPD-Ländern ein bisschen Gelassenheit wahrgenommen. Dann käme es eben drei Wochen später. Dann ist die turnusgemäß nächste Sitzung des Bundesrates. Man könnte auch eine Sondersitzung machen. Also die ganz große Unruhe ist da nicht ausgebrochen. Und die Bundesratssitzung am Freitag wird ja auch noch unter anderen Aspekten spannend. Denn es sieht so aus, als würde bei dem viel diskutierten Rückführungsgesetz
Abführungsgesetz, also schnellere Abschiebungen, wo der Bundesrat ja zustimmen muss, eventuell der Vermittlungsausschuss angerufen. Das betreiben jedenfalls einige Bundesländer. Dann würde das auch noch etwas dauern, bis man dort eine Einigung gefunden hat. Da ist der Hintergrund, dass etliche Bundesländer die Anwaltsbeistellung schon im beginnenden Verfahren monieren. Das ist ja auf Druck der Grünen in dieses Gesetz gekommen. Also beim Bundesrat wird spannend am Freitag. Christoph Mestmacher, wir werden dann bestimmt noch mal drüber reden. Danke nach Berlin. Gerne.